Hi, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Briefmarken-Ecke bzw. zum Jahresabschluss 2018. Ich dachte mir, tja, das was Günther ja auch kann mit seinem Jahresrückblick 2018, das kann ich sicherlich auch, wenn auch nicht ganz so professionell. Daher möchte ich heute zusammen mit euch einen Blick zurück auf das philatelistische Jahr 2018 werfen. Mein Rückblick zum Jahr 2018 beginnt jetzt aber eigentlich schon, eigentlich im Dezember 2017. Denn die Ausgabe zur deutschen Brotkultur mit dem Nominalwert von 260 Cent, Michelnummer 3355, sollte eigentlich jetzt am 2. Januar 2018 erscheinen. Doch Mitte Dezember 2017 erreichte mich die wohl noch etwas ofenfrische Marke auf einem Beleg. Doch seht selbst. Hier zu sehen nun Michelnummer 3355, deutsche Brotkultur mit dem Nominalwert 260 Cent, der eigentlich am 2. Januar 2018 erscheinen sollte. Leider ist der Stempel nun etwas schlechter zu lesen, aber man kann doch sehr schön erkennen, dass die Briefmarke am 11.12.17 abgestempelt wurde. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die weiteren Ausgaben der Deutschen Post von den Ausgaben aus dem Jahr 2018, die es in meine Hauspost geschafft haben. Am 2.1. diesen Jahres erschien die hier abgebildete Michelnummer 3352, Tierkinderreh, nass klebend. Bei dem hier abgebildeten 145 Cent Wert handelt es sich um Michelnummer 3379. Darauf abgebildet klassische Automobile der Audi Quattro. Verausgabt wurde die Marke am 12. April diesen Jahres. Am 3. Mai diesen Jahres erschien die hier abgebildete selbstklebende Marke Michelnummer 3388. Natürlich dürfen auch die klassischen Leuchttürme wieder nicht fehlen und hierbei erschien am 7. Juni diesen Jahres die hier abgebildete Michelnummer 3392. Zu Ehren von Magnus Hirschfeld erschien am 12. Juli diesen Jahres die hier abgebildete Michelnummer 3403. Natürlich darf eine Ausgabe zum Tag der Briefmarke nicht fehlen. Diese erschien am 13. September diesen Jahres mit der Michelnummer 3412. Darauf abgebildet die Ausgaben des norddeutschen Postbezirks. Und passend schon fast zum Jahresabschluss darf natürlich auch Dinner for One nicht fehlen, der Filmklassiker, der immer zu Silvester im Fernsehen läuft. Hier zu sehen Michelnummer 3415, die am 11. Oktober diesen Jahres erschien. Für mich persönlich das Unwort des Jahres 2018 ist das Wort DSGVO, kurz Datenschutzgrundverordnung. Doch was hat die Datenschutzgrundverordnung mit uns Philatelisten denn zu tun? Hierzu hat jetzt die Deutsche Briefmarkenzeitung zum Thema Datenschutzgrundverordnung bei der niedersächsischen Landesbeauftragten für Datenschutz nachgefragt und um Auskunft gebeten, inwieweit diese neue Grundverordnung nun auch Auswirkungen auf uns Philatelisten hat und hierbei folgende Antwort erhalten. Die Datenschutzgrundverordnung greift auch in der Philatelie. Denn auf Umschlägen und Postkarten lesbare Anschriften noch lebender Absender und Empfänger müssen unkenntlich gemacht werden, wenn ein Beleg weitergereicht, auf Ausstellungen oder in Vorträgen gezeigt oder in einer Zeitschrift abgebildet wird. Und daraus ergibt sich jetzt leider dieses traurige Bild dann hier auch für uns Philatelisten. Wir haben nur noch einen Umschlag, auf dem klebt eine Briefmarke, ein Tagesstempel und der Empfänger ist nicht mehr erkenntlich. Dies macht gerade das Nachvollziehen der Postgeschichte dann auch, gerade bei Ausstellungen oder in einer Zeitschrift, natürlich unweigerlich schwer. Und vor allem, ich stelle es mir interessant vor, wenn ich jetzt einen Beleg zeigen möchte, wie stelle ich fest, ob der Absender bzw. Empfänger, der darauf abgebildet ist, noch lebt? Soll ich einen Brief dorthin senden und nachfragen, anrufen? Wie stellt man sich das Ganze denn vor? Also meines Erachtens ist diese Thematik definitiv nicht durchdacht. Und gerade im Bereich Philatelie, Ausstellungswesen und so weiter, wo es wirklich darauf ankommt, einen kompletten Beleg und damit auch die Geschichte zu zeigen, ist es wirklich meines Erachtens kompletter Nonsens. Beim Thema Dauerserie Blumen erblühte im Juli 2018 hierzu die Korkadenblume mit einer Wertstufe zu 379 Cent. Doch für welche Dienstleistung sind jetzt 379 Cent überhaupt zu entrichten und vor allem so ein krummer Betrag? Und jetzt erkennen wir auch, für was der neue Wert gebraucht wird. Nämlich für ein DHL-Päckchen für kleinere Sendungen,
bundesweit zum günstigen Preis. DHL preist hierbei an, innerhalb Deutschlands schon ab 3,79 Euro, schnelle Lieferungen, ca. 1 bis 2 Werktage und natürlich, ganz wichtig heutzutage, klimaneutraler Versand inklusive. Doch wo ist jetzt der Unterschied zum Päckchen ab 4,99 Euro? Hier dagegen jetzt das DHL-Paket. Auch hier wieder schnelle Lieferungen, in der Regel 1 bis 2 Werktage und auch natürlich hier klimaneutraler Versand inklusive. Doch jetzt kommen die großen Unterschiede, nämlich ein DHL-Paket ist jetzt versichert bis zu 500 Euro. Weiterhin kann die Lieferung online verfolgt werden. Stellen wir nun beide Produkte nebeneinander, so erkennen wir sehr schnell, dass beim 3,79 Euro Versand die Haftung bis 500 Euro nicht gegeben ist und auch die Lieferung nicht verfolgt werden kann. Daraus ergibt sich natürlich dann auch, habt ihr ein Paket mit wertvollerem Inhalt, so versendet es doch wie früher als DHL-Paket. Es ist dann zwar etwas teurer, aber ihr könnt zum einen die Lieferung online nachverfolgen und weiterhin ist der Inhalt des Pakets auch versichert. Und auch dieses Thema ging dieses Jahr einige Male durch die Presse, nämlich die Portoerhöhung der Deutschen Post. Die Deutsche Post wollte hierbei jetzt das Porto von derzeit 70 Cent auf 80 Cent anheben. Nun ist es aber so, denn bei der letzten Portoerhöhung hatte die Bundesnetzagentur zwar eine Erhöhung des Briefportos von 62 auf 70 Cent genehmigt, dieses Porto aber zugleich bis Ende 2018 festgeschrieben. Bis der Wunsch der Deutschen Post nach einer erneuten Portoerhöhung im Bereich des Standardbriefs in Erfüllung gehen könnte, wird es also frühestens der 1. Januar 2019 sein. Und dann lassen wir uns jetzt einfach mal überraschen, was dann schlussendlich dabei herauskommen wird. Wären das 80 Cent oder es wird auch schon gemunkelt, dass es vielleicht auch etwas mehr werden könnte. Ende dieses Jahres wurde jetzt ein handgeschriebener Brief von Albert Einstein in New York für die Rekordsumme von 2,89 Millionen Dollar versteigert, umgerechnet 2,55 Millionen Euro. In diesem Brief an den Philosophen Erik Gutkind bezweifelte der berühmte Physiker die Existenz Gottes. In dem auf Deutsch verfassten Schreiben von 1954 führt Einstein aus, dass für ihn das Wort Gott nichts anderes als der Ausdruck der menschlichen Schwäche sei. Auch seine eigene jüdische Religion bezeichnete er, wie alle anderen Religionen, als Aberglauben. Zuletzt war der Brief laut Christie's im Jahr 2008 für 404.000 Dollar versteigert worden. Durchaus eine signifikante Steigerung, wenn wir jetzt betrachten 2008 404.000 Dollar und 2018 jetzt 2,89 Millionen Dollar. Und damit wären wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei allen Personen bedanken, die mich dieses Jahr so tatkräftig unterstützt haben. Rüdiger, Wolfgang, Marco, bei Tobias, Rainer Fuchs und seine postgeschichtliche Sammlung Overland Mail, Bagdad Haifa, dem BPP, wo ich einen Prüfer über die Schulter schauen durfte, ein wirklich totales Highlight für mich persönlich. Nicht zu vergessen aber auch die ganzen Arbeitsgemeinschaften, die mich tatkräftig bei der Videoproduktion unterstützt haben, Feedback gegeben haben und unzählige Bilder und Scans bereitgestellt haben. Vielen Dank daher an die Arbeitsgemeinschaft Württemberg, an die Arbeitsgemeinschaft Vorlochung, Arbeitsgemeinschaft Deutsche Besetzung im Ersten Weltkrieg. Und abschließend natürlich dann auch nicht zu vergessen das Museum für Kommunikation in Berlin, wo ich dann abschließend die Erlaubnis erhalten habe, euch das Video von dort auch präsentieren zu dürfen. Und mein persönliches Messehighlight dieses Jahr, die Messe Sindelfing. Auch hierfür vielen Dank für die Dreherlaubnis. 43 Videos habe ich also gedreht dieses Jahr und euch dann auch auf YouTube bereitgestellt, sodass ihr sie anschauen konntet. Wenn man jetzt so rechnet, um die 10 Stunden pro Video im Schnitt, dann werden wir am Ende so bei 430 Stunden Aufwand. Und das bedeutet natürlich auch, ich freue mich jetzt auch, dass ich mich jetzt mal in eine drehfreie Zeit verabschieden werde, um einfach auch mal wieder Zeit für meine anderen Hobbys zu haben und zum anderen natürlich auch, dass ich mich mal wieder selber mit meiner Sammlung beschäftigen kann, weil die ist aufgrund der Dreharbeiten der letzten Monate wirklich zu kurz gekommen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Weihnachtszeit, einige ruhige und vor allem besinnliche Tage, kommt runter, genießt die Ruhe, habt vielleicht dann etwas Zeit für euch, Familie und natürlich auch für eure Sammlung. Ich wünsche euch dann auch einen guten Start, einen guten Rutsch in das neue Jahr 2019 und wir sehen uns dann
ich denke mal, irgendwann Mitte Januar mit der nächsten Ausgabe. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, zackige Grüße und bis dann. Freigemacht mit meiner Menge Einzelfranken. Abschließend habe ich euch jetzt noch eine Mehrfachfrankatur der Michel Nummer 35 auf einem Einschrieb. In der heutigen Ausgabe schauen wir uns nun die Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland, Berlin-West und der DDR aus dem Jahr 1952 an. Mann. Dies war ein kurzer Überblick über die Ausgaben der Bundesrepublik Deutschland, Westberlins und der DDR. 33 Hauptnummern laut Michel Katalog von allen Poststellen auf dem Gebiet der Oberpostdirektion Schwerin, Bis zum Kriegsende waren jetzt jedoch nicht alle Postanstalten mit Stempelgeräten in der Form des Zweikreisstegstempels. Wir befinden uns nun neben dem Landesverband Südwest. Wir befinden uns am Stand des Landesverbandes Südwest. Wir befinden uns am Stand von. Wenn es nicht läuft, dann läuft's.